Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie wieder zu einer interessanten kleinen Vorlesung über Polakisurie. Werden Sie sich fragen, was ist denn das nun schon wieder für ein Fremdwort? Es ist die Bezeichnung für den Zustand, dass ein Mensch ständig und häufig das Gefühl hat, auf die Toilette gehen zu müssen und es auch tut. Es betrifft vor allem Kinder. Und zwar Kleinkinder und Kindergartenkinder, die plötzlich anfangen, ständig auf die Toilette zu rennen. Und das ist natürlich durchaus ein Grund, und zwar ein recht häufiger Grund, zum Kinderarzt, also zu mir, zu gehen, besorgt, könnte da vielleicht eine Blasenentzündung oder so etwas vorliegen. Naja, und wir machen dann die entsprechenden Untersuchungen. Wir untersuchen den Urin, eine körperliche Untersuchung, und ich stelle fest, da ist nichts Auffälliges. Der Urin ist in Ordnung, auch äußerlich an den Genitalien sieht man nichts. Was ist das also? Ich versuche den Eltern das so zu erklären, vor allem den Vätern aus dem technischen Bereich. Es gibt beim Auto den sogenannten Tankanzeiger. Der misst den Füllstand in dem Tank und gibt entsprechend an, wie viel noch drin ist. Und so etwas Ähnliches haben wir für unsere Blase. Das heißt, wenn unsere Blase voll ist, dann wird ein Signal an das Gehirn abgegeben: Die Blase ist voll, bitte geh auf die Toilette. Und normalerweise passiert das dann, wenn die Blase auch voll ist. Wenn also ein Kind aber jetzt eine solche Polakisurie hat, dann funktioniert exakt diese Meldeeinrichtung nicht richtig. Die Blase meldet, obwohl sie vielleicht erst zu einem Viertel oder sogar noch weniger gefüllt ist, dass sie voll sei. Und das Kind drängt es auf die Toilette. Es kann auch pieseln, es kommt immer nur ein bisschen, aber nach 10 Minuten geht es schon wieder von vorne los. Das Interessante und Wichtige dabei ist, dass dieses Phänomen nur tagsüber auftritt. Das heißt, die Kinder gehen am Abend ins Bett und schlafen aber dann ganz normal durch. Sie stehen nicht in der Nacht alle 10 Minuten auf und gehen auf die Toilette. Und das ist eben das Besondere bei der Polakisurie. Jetzt werden Sie fragen, ja, wie kommt das? Klar, es gibt dafür einen Grund. Und nach meiner Erfahrung kann man den relativ schnell herausbekommen. Ich beobachte dieses Phänomen sowohl im Winter als auch im Sommer. Vielleicht im Winter etwas mehr. Warum? Die Ursache für diese Störung in dieser Blasenfüllstandsanzeige liegt in einer Verkühlung des Unterleibs. Zum Beispiel, wenn Kinder beim Rodeln im Winter ein nasses Häs bekommen, also der Skianzug nass wird und kalt wird und sie im Trubel trotzdem weitermachen und keine Rücksicht darauf nehmen, dass da unten eigentlich alles kalt und feucht ist. Das ist so ein Auslöser, eine Verkühlung beim Rodeln, beim Schneemannbauen und so weiter. Und natürlich auch, wenn Kinder auf eine Bank sitzen, die kalt ist, ohne dass sie eine Unterlage drunter schieben. Und im Sommer ist ein häufiger Grund, dass sie mit einem nassen und feuchten Badeanzug oder Badehöschen eben noch umeinander springen und sich auch ins feuchte Gras setzen am Abend. Und auf diese Weise es zu einer Verkühlung kommt, also auch im Sommer. Also wenn ich danach frage, ob so etwas sein könnte, bekomme ich in der Regel immer die Antwort von den Eltern, ja stimmt, da war eine solche Situation. Und nicht zu vergessen auch, dass es Kinder gibt, im Erwachsenenalter gibt es das auch, die bei kalten Füßen auf diese Weise ebenfalls reagieren. Deshalb ist es bei diesen Kindern besonders wichtig, dass man darauf achtet, dass sie immer warme Füße haben, also zumindest mal Socken anhaben, wenn sie schon keine Hausschuhe anziehen wollen. Jetzt werden Sie fragen, was macht man denn in einem solchen Fall? Leider gibt es da keine Therapie im eigentlichen Sinn. Sie müssen damit rechnen, dass dieser Zustand Wochen anhält. Meistens 1 bis 3 Wochen, aber manchmal auch länger. Und die einzige Möglichkeit, die Sie haben, das positiv zu beeinflussen, ist, mit dem Kind zu sprechen und dafür zu sorgen, dass es wenigstens von diesem Moment an, wo es das Problem hat, dafür sorgt, dass es immer schön warm in diesem Bereich ist.
Es macht auch Sinn, einem Kind, wo man weiß, dass es gerne wohin sitzt, in den Schulranzen zum Beispiel eine Unterlage mitgibt oder mit dem Kind abklärt, was es tun kann, wenn es sich irgendwo hinsetzen möchte, um den Popo vor Kälte zu schützen. Auf eine alte Zeitung sitzen oder den Anorak unter den Popo schieben oder so etwas. Und eben darauf zu achten, dass die Füße immer schön trocken und warm bleiben. Die kleinen Raubkopierer. Ich gebe zu, das ist ein Titel, um sie zu fangen. Ich meine damit, dass Kinder Neigung und Eigenschaft haben, alles nachzumachen und zu kopieren, was sie sehen. Das können wir uns als Eltern sehr wohl zunutze machen, kann aber auch